Herzlich willkommen bei Grimba TV. Heute möchte ich euch zwei Zielfernrohre vorstellen, die äußerst preisgünstig sind. Das eine ist von Vanguard, ein 3 bis 12x56 und das andere ist von Hawkey, ein 4 bis 16x50. Die beiden Gläser habe ich deswegen mal ausgewählt, weil in den Jagdscheinkursen, die ich gebe, von den Schülern öfters mal die Frage kommt, ja, wofür muss ich denn Geld ausgeben und wie viel? Und natürlich ist das Budget begrenzt. Da habe ich gedacht, ich gucke mir jetzt mal ein paar Einstiegsgläser an und gucke, was die überhaupt leisten. Mit beiden Gläsern bin ich in den vergangenen Wochen schon mal los gewesen. Mit dem einen Glas, mit dem Hawkey auch schon im vergangenen Herbst. Und ich bin wirklich überrascht, wie gut beide Gläser sind. Für Standard-Jagdsituationen bis in die leichte Dämmerung hinein sind die auf jeden Fall geeignet. Aus meiner Sicht das Hawkey sogar bis für den Nachtansitz, wenn nicht gerade geschlossene Wolkendecke und Neumond ist. Aber da scheitern dann auch die ganz teuren Gläser. Gut, fangen wir mal an mit dem Vanguard-Glas. Das ist dieses hier. Das Vanguard-Glas ist relativ lang, kommt aber mit solchen Sichtschutz, Objektivschutz und Okularschutzdeckeln. Das ist wirklich gut. Hat auch ein Leuchtabsehen, ist ein ganz klassisches Glas, ist hier auf einer Boris-Montage montiert, eine ganz günstige Montage, also wenn man so will, eine preiswerte Zusammenstellung. Und ja, wie gesagt, für ein Glas dieser Preisklasse, je nachdem, wo man kauft und wo man guckt, liegt der Straßenpreis knapp unter 400 bis knapp 600 Euro. Das ist eine ganz schöne Spanne, aber auf jeden Fall ist das ein sehr günstiges Glas. Der Nachteil dieses Glases ist, das zeige ich euch auf ein paar Fotos, die ich einblende, aber ein Nachteil, mit dem man leben kann, muss ich dazu sagen. Der Nachteil des Glases ist, man hat einen sehr starken schwarzen Rand, wenn man da durchguckt. Das seht ihr auf den Bildern jetzt. Auf der anderen Seite hat man aber eine sehr hohe Randschärfe, egal ob man bei dreifacher oder vierfacher Vergrößerung ist. Das Absehen ist klar zu sehen und wir reden hier mit diesem schwarzen Rand über ein Luxusproblem. Das hat sich während der Jagd bei mir niemals negativ bemerkbar gemacht. Das sieht man eigentlich nur im direkten Vergleich. Das Glas hat keinen Parallaxeausgleich, aber 11 Leuchtstufen. Ja, ansonsten ist alles, wie man das so kennt, von Zielfernrohren. Was ich sehr schön finde, ist hier die Deckel von den Türmen sind also aus Aluminium und man hat hier ein Minute of Angle Absehen, also ein Klick entspricht ein Viertel Minute of Angle. Das ist absolut üblich bei Gläsern aus Amerika zum Beispiel. Und ja, ich kann nichts Schlechtes über dieses Glas berichten. Wer also ein begrenztes Budget hat und ein Glas braucht, was ihn bis in die Dämmerung begleiten kann, der ist mit dem Vanguard sehr gut aufgehoben. Das nächste Glas, das ist das Hawkey. Das kostet so um die 550 Euro. Das Hawkey-Glas hat ebenfalls ein Leuchtabsehen. Der schwarze Rand, wenn man durchguckt, ist nicht so groß. Also das, wenn man da durchschaut, hat man erstmal den Eindruck, man schaut durch ein höherwertiges Glas. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Auch dieses Glas hat eine Viertel-Minute-of-Angle-Verstellung bei jedem Klick. Aber was bei diesem Glas sehr angenehm ist, beziehungsweise für die, die vielleicht auch mal legale Nachtjagd betreiben, also mit einem Monokular von hinten, einem Nachtsichtmonokular von hinten da durchgucken. Das Glas hat einen Parallaxeausgleich und der geht sogar sehr tief runter, nämlich bis 15 Yards. Das ist äußerst hilfreich, wenn man bei dieser Art der Jagd das Absehen und das Bild scharf kriegen möchte. Ja, wie ich bei den Bildern, die ich euch jetzt einblende, euch zeigen kann, ist das gefühlte Sehfeld größer, wie ich gerade schon sagte, weniger schwarzer Rand, klares Absehen. Mit so kleinen Markierungen, also ein Absehen 4, mit so kleinen Haltelinien, die so standardisiert für Kaliber 308 sind. Das ist in der Anleitung des Glases erklärt.
auf welche Entfernung man damit eine Haltepunkthilfe hat. Ja, das Glas macht einen sehr wertigen Eindruck. Die Verstellung geht auch relativ leicht, meines Empfindens nach leichter als bei dem Vanguard. Nun ist das Glas aber auch noch etwas teurer. Das Glas ist also eindeutig geeignet als Allround-Glas. Das ist jetzt hier 4- bis 16-fach. Da ist natürlich bei Bewegungsjachten Schluss, dafür ist es nicht geeignet, aber für sämtliche Formen des Ansitzes oder der Pirsch ist es auch nicht besonders schwer. Ist es ein tolles Einstiegsglas, wo man bei begrenztem Budget keine spürbaren Kompromisse in der Jagdpraxis machen muss. Also wer ein bisschen sparen muss oder vielleicht die Zweit- oder Dritt- oder Schlechtwetterbüchse ausstatten möchte mit dem Glas, der ist mit dem Hawkey echt gut bedient. Kann ich nur weiterempfehlen. Macht einen sehr guten Eindruck. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen, kurzen Video auf zwei interessante Gläser, die sehr preiswert sind, sehr günstig sind, hinweisen. Und vielleicht hilft das ja bei der Entscheidungsfindung. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Beiträge kommentiert. Dadurch kann ich lernen und vielleicht noch besser auf eure Wünsche eingehen. Also, bis dann, Horido und Waldmannsheil in diesem wunderschönen Mai.